Das ist ja. Was ist das? Das ist oh mein Gott! Hör mal hier, mein Freund. Den Kind lass mal an. Den Kind lass mal an. Das will ja keine Sau sehen. Was machst du denn hier für eine Scheiße? Ja, unsere Auftraggeber sind mehrere Ladenbesitzer in einer Einkaufsstraße. Die haben viele Diebstähle hier. Die können sich so kein Detektiv leisten im Einzelnen. Die haben Zusammenschluss gemacht, haben alle zusammengelegt. Und jetzt werden wir hier mal ein paar Tage Streife laufen und hoffen, dass wir ein paar Diebe stellen können. Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen Überblick. Wichtig ist natürlich auch, dass wir genau wissen, wo welche Läden sind, dass wir im Notfall dann auch wissen, wo wir hin müssen. Und das Schlimme ist eben halt, dass einige Läden hier schon kurz vorm wirtschaftlichen Ruin stehen. Guck mal hier, die Mutti da im Bekleidungsgeschäft. 14 Uhr. Siehst du, wie auffällig die ist? Findest du? Ja. Finde ich sehr. Siehst du, hab ich doch gesagt. Stopfing in der Tasche. Hast gesehen, ne? Jojo. Komm her, nimm mir gleich als mal an. Nimm mir gleich als erstes. Guten Tag. Hallo. Hallo, geht's Ihnen gut? Oh. Hallo, geht's Ihnen gut? Wir müssen mal ganz kurz was klären mit Ihnen. Ja. Guten Tag, Haussicherheit. Wollen wir uns mal hinsetzen, da vorne? Ja. So, ne, klären wir Sie mal auf. Kommen Sie mal Kommen mit. Kommen Sie mal mit. Wir gehen mal auf die Bank. Geht? Ja, ja. Danke. So, vielleicht einfach nur mal in den Schatten. Ja. Und hinsetzen. Stellen Sie die Tasche mal zur Seite, bitte. So, weiß ich noch mal aus. Ich hole mal ein bisschen Wasser, damit sie was trinken kann, ne? Ja. Haussicherheit, wir müssen einfach mal über die Ware, ich stelle die Tasche hier mal hin, über die Ware sprechen, die Sie nicht bezahlt haben. Ja, aber die Ware nicht. Wenn es Ihnen besser geht, würde ich Sie eigentlich gerne mit ins Büro nehmen und dann müssen wir den Sachverhalt klären. Ja. Geht's? Ja. Wollen Sie sich mal hin, legen Sie sich mal hin, Beine hoch. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass Sie hier gleich umkippen. Warum die Frau zusammengebrochen ist, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich bin Detektivin, kein Mediziner. Wir warten jetzt mal ab, bis die Sanitäter vor Ort sind, mal sehen, was die sagen. Geben Sie den Diebstahl zu? Ja. Ja? Okay. Stefan, bleibst du bei der Dame? Ich gehe mal ins Geschäft, kläre die Besitzerin auf, dass wir hier zumindest den rückgeführten Warenwert haben. Strafantrag kläre ich dann mit der Besitzerin. Hast du schon mal einen Ausweis gefragt? Ja, sie kann sich ausweisen, aber ich würde jetzt vielleicht auch erstmal abwarten. Also die Ware im Außenverkauf ist natürlich für die Diebe ein lukratives Geschäft. Kommen, nehmen und gehen, ist ganz einfach. Und wir sagen immer unseren Auftraggebern, sie sollen die Ware draußen sichern. Aber letztendlich machen sie es nicht, die Ware kommt weg und schon ist das Minus in der Kasse. Ja, kann sie schon also was sagen? Konkret können wir jetzt nichts dazu sagen. Am besten ist direkt ein Krankenhaus, dort ein Arzt drüber guckt. Jetzt im Moment, so auf die Schnelle können wir nichts feststellen, was damit ist. Und, Hey, Moment mal, wo wollen Sie denn hin? Nee. Schnell wieder gesund geworden oder was wäre das hier? Los. Nee, kommen Sie mal mit. Loslassen? Nee, nichts loslassen. Ich denke, Sie haben Schwächeanfall, Ihnen geht's nicht gut. Und jetzt können Sie hier laufen und sich aus dem Staub machen? Ist weg. Ach, ist weg. So, ja. Komm. Stefan, ich würde sagen, wir bringen Sie zur Dienststelle. Ja. Also lassen wir Sie ein bisschen laufen, weil der Kreislauf ist ja jetzt wieder in Gange. Und dann ja, nimmst du mal hier? Ja, ist okay. Ja, Stefan, nimmst du die Aufgabe. So, ohne Zicken jetzt? Gerne. Vielen Dank. Lassen Tschüss. Sie mich ja. los. Weißt du was, das ist eine Sauerei, echt. Die Kosten für die Anfahrt, ne? Die müssen Sie bezahlen, ne? Ganz klar, ne? Strafantrag gibt es sowieso. Ich war von Anfang an gewusst, dass das Spiel sauer, echt. Ja, wir werden jetzt die vermeintliche Täterin zur nächsten Dienststelle bringen, also Polizeidienststelle. Ich habe ja mit der Ladenbesitzerin schon Rücksprache gehalten. Es wird Strafantrag wegen Ladendiebstahl gestellt. Und natürlich wird sie vermutlich auch die Einsatzkosten für den Rettungswagen übernehmen müssen. Hier, guck mal, du, Stefan, guck. Hast du gesehen? Ja, da klebt das Fahrrad, oder? Ja, natürlich. Der haut ab mit dem Fahrrad.
Mist. Mann, ey. Vor unseren Augen. Oh. Ja, was willst du da machen? Was machen wir denn jetzt? Mit nichts müssen wir. Mal hier. Schloss. Ja. Wurzel, Schnall, Fingerabdrücke. Ja. Hast du ein Taschentuch oder irgendwas mit? Nee. Können wir ja nicht so anfassen. Also, nimmst du das Schloss? Ja. Ja, wie? Hör mal. Gib mir das mal so. Na, nee, mach das so. Hast du? Aber da beim Schloss ist ja nichts drauf, weil ja, das ist ja durchgekniffen. Viel wichtiger ist ja hier. Ja, okay. Gehen wir mal zur Dienststelle und melden das. Jo, mehr können wir ja auch nicht machen. Strafantrag gegen unbekannt. Ja. Also der Miram und ich sind da jetzt auf Streife, weil wir suchen eine Bande, die hier wirklich hochprofessionell Diebstähle macht. Und wir sind jetzt hier vorne gleich in ein Lädchen drin, was auch angeschlossen ist in den Verband, wo wir dann auch mal reinschauen. Vielleicht kriegen wir sie heute ja. Hm, und ganz schön viel, ungefähr wie viel für einen Mann auch. Hallo, können das Schiefelchen mal unterbrechen? Ist das Bett zu Hause kaputt? Was ist denn hier los? Raus hier, anziehen. Haussicherheit. Haussicherheit, raus, anziehen, raus. Machen Sie das bitte zu ganz Hause, schnell. Ja? Was ist denn hier? Miriam? Ja? Guck dir das mal an hier. Was denn? Da haben die Überwachungskameras hier, ne? Guck mal hier, was ich alles gefunden habe. Die Ware, die ist vollständig, habe ich gezählt. 12 Teile. Die andere liegt da noch. Was hast du da? Hallo. Guck mal, da habe ich hier alles gefunden in der Kabine. Habt ihr die Kabinen überprüft heute Morgen? Ich habe die Kabinen überprüft, aber da war nichts. Noch nichts. Aber ihr habt ja Videoüberwachung, ne? Ja, habt ihr ja mit Aufzeichnung, wir. Ne? Ja, haben wir. Kann ich mir das mal angucken vom heutigen Tage? Natürlich. Ja, super. Gesehen den Blick, ja. Den Kamerablick. Ja. Und guck mal, auch wieder wahllos Ware rausnehmen. Ohne Sinn und Verstand. Es waren erst 3 Hosen, eine Oberteil. Guck mal, die Zeichen. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Wollte ich gerade sagen, die gehören doch zusammen, oder? Guck mal, sie lenkt sie jetzt ab. Ich mal auf und er steckt jetzt an. Ja, na logisch. Wenn er jetzt ohne Sachen wieder rauskommt. Hier, hier, ja, da ist alles. Das Paket ist geschnürt, siehst du das? Ja. Die Ware ist vorne drin. Ja, guck. Brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ja, stimmt, wir müssen da habe ich ihr angeboten. Wann war das? Vor circa 2 Stunden. Mhm. Ja, das kommt ja hin, Stefan. Vor allem die Art ist auch sehr professionell. Ja. Ich meine, ich werde jetzt nicht behaupten, dass das die Bande ist, aber, da von der ja. Begehungsart ist es schon sehr professionell. Können Sie uns das ausdrucken? Foto ja, von ja. den beiden? Ja, ja, wenn es geht, vielleicht mehrere. Ja, wir werden jetzt auf alle Fälle Fotos verteilen für die Geschäfte, die wir betreuen, dass auch die Inhaber und Verkäufer eine Täterbeschreibung haben. Und wir werden natürlich auch Carsten anrufen. Wir wissen nicht, arbeiten Sie nur zu zweit oder vielleicht auch zu dritt, zu viert. Von daher werden wir auch dann um Unterstützung bitten von Carsten. Mensch, das ging auch schnell. Dann haben wir die Bilder, da kann man das auch sehr gut erkennen. Hier. Mhm. Zeigen wir mal. Okay, oh, ja, da sieht man beide auch drauf. Das ist gut. Die Bande, ja. Ja? Ja, die hat ein Gesicht jetzt.
Du musst es jetzt auch kommen, weil zwei Täter haben wir jetzt identifiziert, aber wir wissen nicht, ob es vier, fünf sind. Kannst du kommen? Super. Wir verteilen jetzt erstmal die Bilder von den Typen. Jo, bis dann. Tschö. Alles klar, macht sich auf den Weg. Wollen wir verteilen? Ich nehme die Seite. Da bin ich immer gespannt, ob wir die finden. Ne? Aber sie haben ja zumindest ein Gesicht. Jetzt ja, wissen aber wir, wie sie ja aussehen. Auch nicht, wie viele das sind. Nee, das ist richtig, das ist schon klar. Aber zumindest haben und wir jetzt mal andere Punkte. Ob die gleich nochmal wiederkommen, das Carsten. Könnte sie vielleicht in meinen Gardinen erinnern? Sie bekaufen mir ein paar Gardinen ab. Hallo Carsten. Ja, ich hatte ja vorhin schon kurz mit dir gesprochen. Das war geht klar also, gemacht? Die Bande hat ein Gesicht. Aggressionspotenzial? Das, ja. Was ist das? Das ist oh mein Gott! Hör mal hier, mein komm, komm, komm. Den Kind lass mal an! Den Kind lass mal an! Das will ja keine Sau sehen! Was machst du denn hier für eine Scheiße? Digga, machst du mal den Kittel zu, machst du mal bitte hier. Hast du mal Handschuhe? Mach zu, hier, mach mal zu, das Ding hier. Sag mal, was machst du denn hier, wenn du. Das ist nicht verboten, oder? Was ist nicht verboten? Das will doch keiner sehen! Das will doch überhaupt keiner sehen! Außerdem, sag mal, ist es kalt hier oder was? Nein, aber. Ich komm, glaub, lass uns mal abführen. Komm, 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 komm. Ich bräuchte einen Einsatzwagen, es geht hier um Exhibitionisten. Ja, danke, alles klar. So, geht's. Wir gehen mal darüber, da können Sie vielleicht auch hinsetzen. Also, dass ein Exhibitionist in der Fußgängerzone auftritt und da sein Mäntelchen hebt, das ist nun nicht wirklich, kommt nicht wirklich oft vor. Weil ich meine, hier rennen eine Menge Leute, da kann man sofort zugreifen, man kann ihn stoppen. Der scheint wahrscheinlich richtig Bock darauf zu haben, dass das jeder gesehen hat. Ja, zum Glück waren wir da, konnten ihn aus dem Verkehr ziehen. Ja, aber ob ihn das davon abhält, das beim nächsten Mal wiederzumachen, ja, keine Ahnung. Aber ist das eigentlich wirklich so kalt? Ja, wir werden jetzt auf alle Fälle Patrouille hier in der Fußgängerzone weitermachen. Werden natürlich Ausschau halten nach unserer vermeintlichen Diebesbande. Mit Unterstützung mit Carsten natürlich. Vielleicht bekommen wir auch schon ein paar Hinweise. Das heißt, wir werden jetzt noch mal in die Ladenlokale gehen, wo wir die Fotos verteilt haben. Follow-Check. Ja, alles klar. Okay. Ja, bis gleich. Tschüss. Carsten, Miriam, komm, wir haben sie. Die Täter sind da, unsere Bande. Ja, ich habe jetzt gerade einen Anruf gekriegt über das Notfall am Telefon. Unsere Bande ist gesichtet da hinten und da müssen wir jetzt sofort hin und zugreifen. Du quatsch mal nicht weiter, los, komm! So, wo soll das hier sein, Dicker? Ja, keine Ahnung, wir müssen in die Läden mal reingucken. Pass auf, dann sollen wir uns trennen, genau. Lass mich mal darüber gehen. Miriam, komm du mal nach vorne. Hallo? Hallo? Hey, was ist denn hier los? Ja, Moment mal! Carsten! Greif ihn mir! Füße, komm her! Komm her! Ich sag. Komm, 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 komm. Lass mich in Ruhe. Sag mal, was bist du für eine Mutter? Lässt du einfach dein Kind hier stehen? Hab ich vergessen. Ach, von wegen Kind. Hier, Stefan, hast du? Alles klar bei dir? Ja, jetzt. Bei Carsten auch? Ja. Hier, von wegen Kind. Hammer. Hammer. Ja, die Klautur ist vorbei. Also als ich in den Laden gegangen bin, um eben halt die zweite weibliche Täterin zu stellen, habe ich ja den, oder hat sie ja den Kinderwagen bewusst auf mich geschoben. Da habe ich nur gedacht,
sie kann ihr Kind doch nicht so in Gefahr bringen. Aber letztendlich stellte sich ja dann heraus, dass in dem Kinderwagen kein Kind war, sondern eben halt Diebesgut. Polizei ist unterwegs. Hat es klar bei euch? Ja, ja, ja. Ey, hört auf! Sag mal, Klappspaten! Hier, ich sicher mal. Und schalte dir Licht aus! Ich sicher mal das Diebesgut, ne? Ja, aber immer hier. Kosten wir, haben Sie. Tja. Ja, ist das Thema auch vorbei. Du hast dich gewacht. Ich hab ein Foto von dir, du Idiot. Und da hast du Doppeljäger. Es sprechen natürlich schon ein paar Indizien dafür, dass es hier um diese Bande handelt. Ich meine, das ist ein Kinderwagen im Spiel, eine Frau im Spiel, ein Mann im Spiel. Auch dieses Ablenkungsmanöver durch das Kind praktisch hier so zu tun, ah, ich brauche Hilfe und so und so. Das spricht schon dazu. Aber ob es ist oder nicht, wissen wir nicht. Wir müssen nachher im Endeffekt eine Gegenüberstellung haben mit den anderen Opfern, die da praktisch Schaden genommen haben. Und dann werden wir sehen, ob sie sind. Aber ganz egal, ob sie sind oder nicht, wir haben Täter aus dem Verkehr gezogen. Das ist das Wichtigste. Wir haben die Diebesbande gefasst. Von daher hoffe ich, dass sich hier jetzt die Ladendiebstähle in nächster Zeit deutlich vermindern werden. Mann, ihr habt alles gesehen. Jetzt quatscht hier meine Mitarbeiter nicht voll. Hier ist Schoko, hier ist Erdbeere, oh, hier kriegt Menschen Abflug. Ihr quatscht und quatscht und quatscht. Hier haben sie den Feierabend verdient, die haben super Arbeit geleistet und Abflug hier.